also Qualitäten überprüfen mit mir. Heute AGS Baureihe 650, auch genannt Regio Shuttle RS1. Ihr seht schon, etwas anders wie in anderen Regio Shuttles ist es nicht eine 2 plus 2, sondern eine 2 plus 3 Bestuhlung. Hier sieht man es auch. Auf der einen Seite bis hier vor, so 6 Reihen sind 3er Bestuhlung. Man sieht auch, man hat nicht ganz so viel gesehen. Ich sitze hier auf einem Viererplatz. Oben da, vielleicht blende ich noch ein Bild ein, sind erstmal, wenn man hochkommt, links ein Vierer und rechts ein Sechserplatz. Auch noch nie erlebt habe in so einem Zug. Und dann noch ein Fünfer und nochmal ein Viererplatz. Ja. Also wer sich das ausgedacht hat, wirklich. Vor allem hier, man sieht es ja, sehr eng. Also Kinder können da vielleicht gut sitzen, aber ich habe schon Probleme und da will ich gar nicht erst wissen, wie es sind. Ich drücke es mal nett aus, den korpulenteren Freunden von uns hier in diesem Zug geht. Ansonsten auch, man sieht es vielleicht, die Sitze sind sehr hart. Ja. Also ich habe schon deutlich schlechtere Züge gesehen, aber sehr gut sind die jetzt auch nicht, das sage ich euch ganz ehrlich. Genau, wie gesagt, die Baureihe 650 von Agilis ist jetzt nicht so mein Fall, also mir gefällt das eigentlich überhaupt gar nicht. Das Team von Agilis begrüßt Sie herzlich auf der Linie RB97. Bitte lösen Sie vor Fahrtantritt einen gültigen Fahrschein. Nehmen Sie, falls erforderlich, den Namenseintrag vor. Ja, da ist wahrscheinlich was durcheinander gekommen. Ist aber nicht weiter schlimm, passiert ja auch mal den besten Zügen. Hier links seht ihr das Betriebswerk. Ich fahre eine Station mit, der nächste Halt des Zuges müsste, ich glaube, Oberkotzau sein. Ansonsten, die Ansagen hören sich an, sie werden sogar Menschen aufgenommen worden. Es gibt nämlich auch Privatbahnen, die machen das mit Computerstimme, was, wie ich finde, sehr, sehr grässlich ist. Ja. Nächster Halt, Oberkotzau. Ausstieg in Fahrtrichtung. Genau, kommen wir noch schnell zur Punkteverteilung. Der Sitzkomfort ist für mich eine 0, weil die Sitze sind einfach viel zu hart. Beinfreiheit bei mir 0,5, da Kinder noch gut auf diesen Sitzen sitzen können, aber alle anderen Personen leider nicht, deswegen eine 0,5.
Die Barrierefreiheit des Zugs ist gut, das ist eine 3 von 3. Ein kleines Anhängsel noch, und zwar, es gibt an den Bahnsteigen, wo ich jetzt ausgestiegen bin, immer so einen etwas größeren Spalt, wo Rollstuhlfahrer zum Beispiel mit ihren Rädern hängen bleiben können. Das ist nur so eine kleine Anmerkung noch. Die Ansagen im Zug sind verständlich, nicht von der Computerstimme, was mich sehr beeindruckt, deswegen eine 3 von 3. Lautstärke der Dieselmotoren, also man hat gehört, dass ein Dieselzug ist, ist ja klar, aber sie waren nicht nervig, wie es bei manch anderen Dieseltriebwagen so ist. Deswegen eine 3 von 3. Das Mehrzweckbereich, das ist eine 2 von 3, da es zwischen Toilette, da ist jetzt so eine kleine Toilette, und da ist ein kleiner Gang noch dazwischen, und dann sind da noch Sitze auf beiden Seiten, und wenn da dann alles voll sitzt, dann kommst du nicht vor und nicht zurück. Genau, der Fahrkartenverkauf, da ist seit dem 10.12.23 im VGN, im Verkehrsverbund, wo die Züge fahren, keine Fahrkarten mehr an Fahrkartenautomaten in den Zügen verkauft werden, wird dieser Punkt nicht gewertet, das heißt 3 Punkte weg. Insgesamt sind wir auf einer Punktzahl von 11,5 von möglichen 29. Macht die Note 4. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt oder Verbesserungsvorschläge habt oder, schreibt unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden einzelnen. Und dann ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt, welche Bauer ich nochmal nach Qualität überprüfen soll, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare.